Servus meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video bei mir im Kanal. Heute schauen wir uns den Desktopia Pro X an. Perfect. Okay, ich möchte im Intro dieses Videos möchte ich mit euch gemeinsam erstmal über meine Ausgangslage sprechen und so ein paar normale Grundsteine legen, warum ich mir genau diese beiden Tische ausgesucht habe, beziehungsweise diesen Tisch, den wir heute exklusiv vorstellen, und warum dieses Setup so gewählt worden ist. Wer mein altes Gamingzimmer kennt, der wird wissen, dass ich ein L-Setup hatte. Also genauso wie jetzt auch hier im neuen Gaming-Raum habe ich ein L-Setup. Das heißt, ich habe auf der einen Seite meinen Schnitt-PC und auf der anderen Seite habe ich meine Xbox. Meistens zocke ich auf der Xbox und schneide natürlich am PC. Am PC spielen tue ich natürlich eher weniger. Nichtsdestotrotz wollte ich mir die Möglichkeit nicht nehmen, einen höhenverstellbaren Schreibtisch zu haben, weil es mich einfach bei meinem alten Schreibtisch mega genervt hat, dass ich mich gewissen Zockergegebenheiten einfach nicht anpassen konnte. Das heißt, manchmal sitzt man eben sehr zurückhaltend und sehr, sehr entspannt und spielt zum Beispiel ein Singleplayer-Spiel. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass man manchmal sehr konzentriert nach vorne gebeugt sitzt. Und dafür ist natürlich der Stuhl in Kombination mit einem höhenverstellbaren Tisch sehr, sehr optimal. Das heißt, ihr könnt perfekt die Höhe anpassen und habt auch die Möglichkeit, eure Einstellungen so zu speichern, wie ihr das wünscht. So, das mal so weg, vorneweg zur Ausgangslage von dem Tisch und warum ich mich für diese Art von Tisch entschieden habe, weil für mich kam einfach kein anderer Tisch in Frage. Höhenverstellbarkeit ist natürlich im Alltag sehr, sehr wichtig. Vor allem bei meinem Schnitt-PC, wenn ich dann doch mal im Stehen arbeiten möchte, ist das super einfach mit den Presets möglich. Jetzt schauen wir ganz kurz mal auf die Webseite, welche Konfigurationen es nämlich von dem Tisch gibt und welche ich persönlich euch empfehlen würde. So, lass uns ganz kurz mal auf der Webseite nach der Konfiguration gucken. Also hier findet ihr den Desktopia Pro X. Das ist eben der höhenverstellbare Schreibtisch, den wir auch in dem Video haben. Ich werde jetzt einfach mal schwarz nehmen. Also wir haben hier Farbe schwarz und das Gestell schwarz und die Größe 1,80x80. Und jetzt gibt es eben noch die Option, wie gesagt, den Classic Pro zu nehmen oder eben den Pro X. Ich habe ja in dem Fall im Video auch den Pro X, den ich heute vorstelle. Und den könnt ihr euch hier auch bequem konfigurieren. Ihr findet natürlich auf der Seite, wie auch schon gezeigt, hier verschiedene Farben, die ihr auswählen könnt. Und da könnt ihr euch wirklich sehr, sehr austoben, was euch gefällt und wie ihr das auch immer zum Beispiel konfigurieren wollt. Genauso wie beim Gestell hat man zwischen Weiß, Grau und Schwarz die Auswahlmöglichkeit. Und ebenso bei der Größe gibt es 3 verschiedene zur Auswahl. Nachdem wir uns jetzt die Konfiguration des Tisches angeguckt haben, wollte ich mal mit euch über die Key Features von dem Tisch sprechen. Was sind so die ganz normalen Eckpunkte, die man bei einem Tisch in der höhenverstellbaren Kategorie erwarten kann? Werden diese erfüllt und wie funktioniert das Ganze? Starten möchte ich bei den Key Features mit dem Aufbau. Der Aufbau war wirklich relativ einfach. Was ich mir beim Aufbau an sich aber wünschen würde, wäre, dass man die Anleitung vielleicht ein bisschen größer drucken würde, dass man die Illustrationen einfach ein bisschen besser sehen wird. Für mich persönlich war der Aufbau relativ schnell und einfach möglich. Die Lieferung war auch entsprechend easy. Kam mit der Spedition, waren mehrere Pakete, waren jetzt nicht so schwer, dass ich sie zu dritt oder viert reintragen musste. Ich konnte sie alleine in den Keller tragen, war kein Problem. Und der Aufbau ging locker in einer halben Stunde von der Hand. Beim zweiten Tisch war ich sogar noch schneller, da habe ich glaube ich nur 15 Minuten gebraucht. Und was mir hier gleich aufgefallen ist, der Tisch ist wirklich stabil. Und das finde ich mega. Macht auf jeden Fall direkt beim Aufbau schon einen richtig guten Eindruck. Was mir persönlich als allererstes aufgefallen ist im Vergleich zu dem anderen Ergotopia-Tisch, den ich habe, ist natürlich das coole Display, das mitgeliefert wird. Das ist ein OLED-Display, wirkt sehr hochwertig und vor allem die Funktionalitäten, die mitgeliefert worden sind. Ich persönlich nutze ja zum Stehtracking meine App, also auf der Apple Watch. Die habe ich jetzt gerade nicht an, aber ansonsten tracke ich mein Stehverhalten mit der Apple Watch. Aber viele Leute da draußen haben nicht die Möglichkeit, eine Apple Watch zu kaufen oder haben halt einfach gar keine. Dieser Tisch nimmt euch das ab. Ihr habt dort die Möglichkeit, gewisses Stehverhalten und ein gewisses Tracking einzubauen. Das heißt, der Tisch erinnert euch aktiv daran,
hey, ihr sitzt zu lange, steht doch mal auf. Und das finde ich richtig, richtig cool. Das heißt, der Tisch animiert euch wirklich auch zu gesünderem und besseren, rückenschoneren Arbeiten. Das ist wirklich sehr, sehr cool und das ist auch was ich sage, das bietet einen extremen Mehrwert für Leute, die einen höhenverstellbaren Tisch haben. Weil Leute, seid mal ehrlich, ihr habt einen höhenverstellbaren Tisch, wie oft verstellt ihr den denn am Tag? Ich merke es selber, ich bin manchmal sehr, sehr faul im Verstellen des Tisches. Wenn meine Apple Watch oder jetzt auch dieser Tisch mich nicht daran erinnern würde, denn zu verstellen, manchmal vergisst man das. Und mit dem Feature ist es wirklich so, dieses über den Tellerrand hinaus Gedenke finde ich sehr, sehr gut. Und da ein dicker, dicker Daumen nach oben. Ebenfalls gibt es natürlich dann auch so ein gewisses Erfolgstracking, weil natürlich ist es so, das habe ich ja gerade auch schon erklärt, man fühlt sich dann immer ein bisschen so unter Druck gesetzt, ich muss jetzt gewisse Zeiten stehen, ich muss jetzt gewisse Zeit sitzen, dann wieder stehen. Mit diesem Erfolgstracking könnt ihr euch ganz bequem darauf verlassen, dass ihr eure gesetzten Ziele auch erreichen könnt. Finde ich sehr, sehr cool, weil dann gibt es so eine Art Gamification. Finde ich persönlich immer cool, weil Selbstbeherrschung und der innere Schweinehund sind dann vielleicht häufig doch mal ein bisschen stärker, als man das glauben mag. Und mit dieser Funktion habt ihr die Möglichkeit, das ganz einfach für euch so ein bisschen in einen spielerischen Gedanken umzuwandeln. Ansonsten, was es auf dem Display noch gibt, sind 9 Speicherplätze auf 3 verschiedenen Profilen. Das finde ich persönlich sehr, sehr cool, weil vor allem, wenn mehrere Personen an dem Tisch arbeiten, hätte man die Möglichkeit, hier verschiedene Profile zu hinterlegen. Für mich persönlich gibt es eigentlich nur 2 Profile, die ich hinterlegt habe. Einmal das stehende und einmal das sitzende Arbeiten. Von dem her ziemlich easy. Wenn ich minimale Adjustments machen muss, also hoch und runter fahren, kann ich das mit den Pfeiltasten wirklich easy peasy machen. Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich nutze immer nur die Funktion Stehen und Sitzen. Also ich brauche 2 Profile. Von dem her finde ich es sehr, sehr cool, dass es für Leute gibt, die dann mehrere Profile haben wollen, auch die Option drin ist, diese erweitert sozusagen zu speichern. Für mich persönlich auch ein sehr, sehr tolles Key-Feature ist die Möglichkeit, auf Knopfdruck den Tisch hoch und runter fahren zu lassen. Klar birgt das immer ein gewisses Risiko, wenn dann irgendwas im Weg ist. Der Tisch hat aber auch eine Kollisionserkennung. Das heißt, ihr braucht euch keine Gedanken machen, der hört dann auf einem gewissen Level auf. Ich habe da auch ganz konkret ein Beispiel aus der Praxis mitgebracht. Mir ist es nämlich schon mal passiert, ich habe ein Kästchen hinten jetzt hingetan, um auch ein bisschen Dinge zu verstauen und habe den Tisch runterfahren lassen, habe vergessen, dass der Kasten hinten steht. Der hat dann auch wirklich aufgehört und ist dann wieder in seine Ursprungsposition, also ein Stückchen nach oben gefahren, hat dadurch keinen Schaden an dem Tisch angerichtet. Zum Ende des Videos möchte ich natürlich gerne ein Fazit zum Tisch ziehen. Ich bin stolzer Besitzer 2 Tische von Ergotopia, mache natürlich heute das Video speziell zum Pro X und möchte dazu auch mein Fazit geben. Ich habe mir exklusiv gesagt, ich möchte dort, wo ich auch wirklich arbeite, den besseren Tisch von beiden im Einsatz haben, weil ich diese Features einfach, die der im Vergleich zu dem normalen hat, einfach mehr schätze. Und das muss ich auch ehrlich sagen, ist ein großer, großer Gewinn. Ich schätze es, weil ich häufig hier unten einfach aufgrund der Arbeit am PC einfach keine Uhr trage, die Funktion mit der Erinnerung, so dieses Erinnern ans Stehen, Erinnern an Sitzen, verschiedene Zeiten-Tracking, das finde ich sehr, sehr cool und da muss ich wirklich sagen, ganz, ganz klarer Daumen nach oben an Ergotopia, da habt ihr wirklich einen Top-Job geleistet, weil das ist eigentlich was so eine smarte Funktion macht und auch den Tisch dadurch etwas besser macht. Was für mich ein weiteres großes Feature an dem Tisch ist, ist die Haltbarkeit. Also ich muss es sagen, also Haltbarkeit in Form von Stabilität. Der Tisch ist wirklich stabil. Ich habe meinen Gaming-Rechner draufstehen und wenn ich jetzt nach oben fahre, das Ding, ich habe so Wackelköpfe oben drauf, das sind die einzigen Dinge, die wirklich wackeln. Ansonsten habe ich nie das Gefühl, dass dieses Ding irgendwie in einer Form instabil wirkt. Das finde ich wirklich, wirklich gut gelöst. Auf der anderen Seite muss ich sagen, bietet Ergotopia sehr, sehr viele Auswahlen an verschiedenen Farben für Tische und verschiedene Materialien, die ihr wählen könnt. Das ist natürlich immer geschmacksabhängig. Ich habe mich für die schwarz-matte Variante entschieden, weil es mir persönlich einfach sehr, sehr gut gefällt. Man muss aber immer bedenken, der Nachteil von schwarz-matt ist, dass man die Fingerabdrücke leider doch des häufigeren sieht und man muss dann immer wieder mal drüber wischen. Das ist so ein kleiner Nachteil, den ich gefunden habe. Ansonsten muss ich ganz ehrlich gestehen, gibt es an diesem Tisch wenig zu bemängeln. Wenn ich was optimieren würde, wäre es ganz ehrlich einfach das Thema, dass man sagt, es muss noch eine Art Key-Cable-Management geben, weil es gibt natürlich die Option, die Kabelwanne als Option dazu zu bestellen,
Aber ich persönlich hatte da immer meine Probleme, weil wenn man sie festschraubt, ist die Höhe von manchen Steckern immer problematisch. Das heißt, man bräuchte vielleicht irgendeine Variante, die man einstellen kann. Aber das ist jetzt individuell auf mich gemünzt. Vielleicht kann der ein oder andere da draußen mal schildern, was bei seinem Tisch die Problematik ist und ob er mit seiner Steckerleiste unten klarkommt. Das ist für mich so, diese beiden Punkte, die ich gefunden habe, also die Fingerabdrücke und jetzt eben das Kabelmanagement, sind auch wirklich die einzig beiden Punkte, die ich gefunden habe, wo ich sage, das könnte man im Nachhinein wirklich verbessern. Aber das ist ganz ehrlich Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Ganz zum Schluss möchte ich auch noch ein Wort zum Thema Preis-Leistung sagen. Ja, es ist ein sehr hohes Preissegment, das man hier für den Tisch ausgibt. Aber auch wenn man überlegt, so einen Tisch hat man halt auch meineswegen, keine Ahnung, 10, 15 Jahre, bevor man vielleicht sich an der Farbe satt sieht. Aber man muss natürlich sagen, eigentlich, ich persönlich kaufe mir so einen Tisch eigentlich mein Leben lang, weil ich möchte, dass das Ding ein Leben lang hält und deswegen habe ich mich auch extra für diese Preiskategorie entschieden. Ich persönlich bin sehr, sehr überzeugt davon, dass eigentlich diese Produkte mit der Preis-Leistung in einem Einklang sind. Ich habe natürlich auch Tische, ihr habt es ja gesehen, den Basic Desk zum Beispiel, den ich getestet habe, die natürlich nur Basic-Funktionen haben, wo der Preis deutlich günstiger ist. Aber ich muss es ganz ehrlich an der Stelle sagen, wenn man diese Konformität einfach haben möchte und diese Bequemlichkeit, wie diese Key-Features, die ich vorhin genannt habe, wie das Verstellen mit Profilen, die Steherinnerung, das Einspeichern von neuen Profilen auf drei, also von neuen Plätzen auf drei Profilen, das sind schon wirklich sehr, sehr High-End-Features. Das OLED-Display, ihr habt hier wirklich eine hochwertige Platte, einen sehr, sehr großen Schreibtisch, den man hat. Es ist nicht irgendwie eine kleine Größe, sondern wir reden hier von fast 2 Metern. Das ist natürlich schon extrem cool. Und deswegen bin ich auch der Meinung, ist es wichtig, dass man sich da draußen einfach mal überlegt, bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen für die Leistung, die ich bekomme. Klar, wenn ihr sagt, die ganzen Key-Features interessieren mich nicht. Ich will einfach nur eine Platte, die ich hoch und runter machen kann. Müsst ihr auch fündig werden. Dann werdet ihr natürlich nicht diesen Preis zahlen. Aber wenn ihr sagt, mir sind diese ganzen Features wichtig, dann seid ihr hier wirklich an der richtigen Adresse. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, mich interessiert dieser Tisch, ich möchte mich dazu noch ein bisschen mehr informieren, schaut doch einfach mal unten in die Videobeschreibung. Da habe ich euch alle wichtigen Infos zum Tisch und natürlich auch einen Link reingepackt. Jetzt an der Stelle würde ich sagen, danke fürs Zusehen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal, euer Basti. Tschaußen! Yeah, 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 yeah.